Hallo, mein Name ist Michael von German-Deutsch.com, euer Deutschtrainer, und ich möchte euch heute mit Hilfe eines einfachen Systems erklären, wie man die Grammatik, aber auch Phrasen innerhalb kürzester Zeit schnell lernt. So, das Konzept ist so, ich habe hier ein Schema, eine Tabelle mit Slots, wo ich einzelne Wortarten einsetzen kann. Also wir fangen an mit zum Beispiel mit einem Fragewort, dann haben wir das Subjekt, das Verb, Adverbien, Nominativ, Objekt, Genitiv, Objekt, Dativ, Objekt, mit wo oder woher oder wem oder was, und das Akkusativ, Objekt, mit wohin oder wen oder was, und die Adverbien 2, Verb 2. Zur Hilfe habe ich Interviewfragen für den Anfang, ganz interessant, in der informellen, aber auch in der formellen Form. Also informell zum Beispiel, wie heißt du oder wie heißen Sie? Antwort, ich heiße Simon. Da könnt ihr schon mal schauen, wie ist die Flexion, wie sind die Endungen, wie ist die Position im Satz, und diese Phrasen sollt ihr bitte auswendig lernen. Ja, wenn ihr diese Phrasen auswendig lernt, wir machen mehrere Teile, dann bekommt ihr eine Idee von der Grammatik im Deutschen, und zwar automatisch geliefert. Dann, was magst du oder was mögen sie? Ich mag Artikel nicht. Woher kommst du oder woher kommen sie? Ich komme aus England. Wo lebst du oder wo leben sie? Ich lebe in Österreich. Wie geht es dir oder wie geht es Ihnen? Es geht mir gut. Hast du Familie? Haben Sie Familie? Ich habe Familie. Also ich würde euch empfehlen, ihr lernt diese Phrasen bitte auswendig. So bekommt ihr ein Gefühl für die deutsche Sprache, wie die Grammatik funktioniert. Und wenn ihr euch nicht sicher seid beim Formulieren, habt ihr diese Phrasen als Referenz. Das Ganze, was ich euch jetzt erzähle, das gibt es auch in englischer Sprache well explained, und zwar auf der Webseite German-Deutsch.com von mir regelmäßig im Update. Also, wenn ihr so ein bisschen den Background des Ganzen verstehen wollt und ihr sprecht besser Englisch als Deutsch, dann empfehle ich euch, schaut auf die Website German-Deutsch.com und findet Erklärungen. Dann geht es weiter mit weiteren Fragen und Antworten. Bist du verheiratet oder sind Sie verheiratet? Die Antwort, ich bin verheiratet. Wann bist du geboren oder wann sind Sie geboren? Ich bin 1980 geboren. Was machst du oder was machen Sie? Ich koche. Wohin gehst du oder wohin gehen Sie? Ich fahre nach Deutschland. Was machst du gern? Was machen Sie gerne? Ich gehe gern spazieren. Also ich habe die Fragen und Antworten so gewählt, ja, dass sie wirklich von Bedeutung sind. Das sind Alltagsphrasen, und dass ihr verschiedene Formen der Grammatik internalisieren könnt. Es geht hier um die Memorisierung von wichtigen Kapiteln in der Grammatik und sehr wichtigen Phrasen, die man von Anfang an benötigt, wenn man in einem deutschsprachigen Land lebt. Dazu kommt eben, wie ich vorher gesagt habe, noch eine Struktur, und zwar, wie ist der Satz aufgebaut, die Reihenfolge, meist hier im Hauptsatz oder im Fragesatz, wenn wir ein Fragewort haben, oder eben kein Fragewort, wie ist die Reihenfolge im Satz, die Reihenfolge der Worte im Satz. Also, meine Empfehlung, dieses Video einfach ein paar Mal anschauen,
und diese Phrasen bitte, bitte auswendig lernen. Ihr habt dann ein Repertoire an Ausdrucksmöglichkeiten, an Redewendungen und gleichzeitig die Grammatik präsent, wenn ihr euch nicht ganz sicher seid. Ja, also die ersten Fragen können auftreten, wenn man jemanden kennenlernt. Das sind so typische, ganz, ganz typische Phrasen, die man im Gespräch verwendet, um jemanden kennenzulernen. Ganz wichtig war mir auch eben die informelle und die formelle Form. Also was auch ganz gut gelungen ist, so finde ich, dass man die informelle hier direkt mit der formellen Form vergleichen kann. Also die Fragen in der Du- oder Sie-Form, Du für informell, Sie für formell und die Antworten in der Ich-Form. Jetzt geht es weiter. Was kannst du oder was können Sie? Ich kann kochen. Was darfst du? Wie ihr sehen könnt, wir haben hier Verben an verschiedenen Positionen. Das Verb an der zweiten Position und an der letzten Position. Und das benötigt man natürlich in den Sätzen mit Modalverben. Können, dürfen, müssen, sollen zum Beispiel. Oder auch im Perfekt. Hier haben wir eine Perfektform mit haben und dann das Partizip perfekt an der letzten Position gekocht. Und der letzte Satz, ich war in Italien, das ist das Präteritum. Also das sind Beispielsätze und diese Beispielsätze sind dazu da, Strukturen zu memorisieren. Ja, für diejenigen, die auch gut Englisch sprechen, die besser Englisch als Deutsch verstehen, habe ich noch eine Zusammenfassung der Phrasen, eine Übersetzung der Phrasen, der Redewendungen in die englische Sprache. Das wird jetzt folgen. Ihr schaut euch dann ganz genau an, was heißen diese Sätze in Englisch, wenn ihr des Englischen mächtig seid? Oder ihr könnt diese Sätze gerne, da bin ich glücklich darüber, in eure Sprache übersetzen und vielleicht dann auch in den Kommentaren posten. Oder man kann auf YouTube zum Beispiel auch eine Übersetzung einreichen. Also hier haben wir die Übersetzung der Sätze von oberhalb von Deutsch auf Englisch. What is your name? My name is Simon. What do you like? I don't like articles. Where are you from? I come from England. Where do you live? I live in Austria. How are you? I'm fine. Do you have family? I have a family. Or I have family. Are you married? I'm married. When were you born? I was born in 1980. What are you doing? I'm cooking. Where are you going? I'm driving to Germany. What do you like doing? I like going for a walk. What can you do? Or what can you do? Ja, also wie man hier sieht, im Englischen gibt es keine formale oder informelle Form. I can cook. What are you allowed to do? I may study German. What do you have to do? I must work tomorrow. What shall you do? I shall pay attention. What did you do? I have cooked a meal.
What languages do you speak? I speak English and German. Where were you born? Where were you? I was in Italy. What did you have? I had stomach ache. Ihr seht hier, die Sätze, die Übersetzungen sind möglichst einfach gehalten, damit man das Gefühl hat, eine möglichst 1:1 Übersetzung vom Englischen ins Deutsche oder vom Deutschen ins Englische zu bekommen. Das war also der erste Teil dieses für mich doch sehr sinnvollen Schema, wo es darum geht, Sätze zu memorisieren, Redewendungen schnell zu memorisieren und dabei viel von der Grammatik im Deutschen zu internalisieren. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir haben heute uns auf die erste und zweite Person konzentriert, also die Ich- und die Du-Form und natürlich die dritte Person Plural, weil sie natürlich auch in der formellen Sie-Form benötigt wird. Es wird weitergehen mit den dritten Personen, er, sie, es. Also, ich freue mich, wenn euch das Video gefällt. Bitte Daumen hoch, teilen mit Freunden und natürlich freue ich mich auch über neue Subscriber. Auf Wiedersehen, euer Michael, bis bald.